Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video, ihr habt es ja schon in der Videobeschreibung gelesen, geht es um die Änderung im Bußgeldkatalog. Ich meine, im April 22 ist sie in Kraft getreten. Das haben viele von euch gar nicht mitbekommen. Tja, uns, Son Reinbold und mir und euch wird das Leben richtig schwer gemacht. Ich muss dazu sagen, ich fahre in Deutschland nur die vorgeschriebenen 20 km/h. Es ist mir schon so oft passiert. Ich fahre mit meinem Scooter 20 km/h. Mich überholen Fahrräder. Ich gucke nur runter, sehe den E-Motor. Ein altes Ümken. In Hochdeutsch eine alte Frau, Oma. Die bläst an mir vorbei mit 25, 30 mit ihrem E-Bike. Ich höre dann nur noch sowas wie Bürgersteig. Ich denke mir auch, Mutti, geht's noch? Ich fahre hier 20, ich darf nicht schneller, ich könnte, aber ich mache es nicht. In Deutschland fahre ich nur 20, das empfehle ich auch jedem von euch. Wenn ich allerdings in Belgien bin oder ihr im Urlaub seid und den Scooter mitnehmen wollt, informiert euch, wie schnell dürft ihr in dem jeweiligen Land fahren. In Belgien darf ich 25 km/h fahren. Wie ich hier die Version 1.7.0 herunternehmen muss, seht ihr gerade oben in dem Video. Warum muss ich die eigentlich runternehmen? Ich hatte eigentlich bei so einem Hersteller wie Ninebot Segway damit gerechnet, dass wenn ich hier die 1.7.0 drauf habe, ich mein Handy mit dem Scooter per Bluetooth verbunden habe, er erkennt Standortdaten, der ist ja gerade in Belgien, also 25 darf der Scooter fahren. Ich hätte erwartet, dass die App es erkennt und ihn freischaltet. Und das macht die App nicht. Die sagt dem Scooter, du bist in Belgien und du darfst trotzdem in Belgien nur 20 fahren. Ja, wie gesagt, in Belgien oder wo auch immer man schneller fahren darf, Österreich meine ich, darf man auch 25 fahren. Ihr wisst jetzt, wie es geht mit dem Deinstallieren der App. Ja, in diesem Video, ich mache mal eben hier wieder eine Aufnahme von meinem Bildschirm, geht es um den Punkt, was passiert eigentlich, wenn wir erwischt werden in Deutschland. Was ja nie passieren würde, machen wir alle nicht. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Und jetzt zeige ich euch mal hier den Eintrag. Hier, der Eintrag ist vom 10. Juni 2022. Ich meine aber, das ist Anfang April schon in Kraft getreten. Jetzt kommen wir mal eben runter. Seit Ihrer Zulassung, bla 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 bla, Inhaltsverzeichnis. Da wird es interessant. Bußgeldkatalog für E-Scooter-Tuning. Das nehmen wir mal. Und jetzt gehen wir mal eben durch. Vorschriftswidrige Schalleinrichtung. Schalleinrichtung. Vielleicht meinen die das als Schalleinrichtung. Aber im Auto hätte ich jetzt gesagt, ein Auspuff. Falschen Auspuff drunter oder was, aber Schalleinrichtung. Vorschriftswidrige lichttechnische Einrichtungen. Original Scheinwerfer, Original Rückleuchte, Seitenstrahler müsst ihr haben. Nehmt die Seitenstrahler ab, keine vorschriftsmäßige Lichteinrichtung. Kauft ihr euch bei Wish irgendwelche Unterbodenbeleuchtungen, keine vorschriftsmäßige Beleuchtung. Also keine Beleuchtungsveränderungen. Auch ihr dürft keine Seitenblinker hier fest montieren. Dürfen wir nicht. Warum auch immer, fragt mich nicht. Wir dürfen keine Blinker hier montieren. Verstoß gegen sonstige Sicherheitsanforderungen. Ja. Fehlende allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis. Jo, jetzt geht's los. Bauartliche Veränderungen, allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn hier die Software verändert wird. Wenn hier ein Sharkset eingebaut wird, ein Zusatzakku, ist eine bauartliche Veränderung und die Betriebserlaubnis erlischt sofort. Solltet ihr eine Einzelbetriebserlaubnis haben, werdet ihr nicht haben, weil es ein tierischer Aufwand, die zu bekommen, würde die in dem Fall auch erlischen. Fehlende gültige Versicherungspakete, 40 Euro. Okay, aber jetzt achtet mal unten drauf. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Stell dir vor, du bist im Knast. Da kommt so ein schwer tätowierter Sträfling in Unterhosen und Unterhemd auf dich zu. Und warum bist du denn hier? Ich hab meinen E-Scooter frisiert. Das musst du dir mal sagen. Der lacht sich doch scheckig, der Kerl. Ja, das war unsere wichtige Information. Macht das nicht mit dem E-Scooter-Tuning. Fahrt in Deutschland nur 20 km/h.
ihr dürft es auch nicht tunen auf 30, aber nur 20 fahren. Nein, die Installation der Software ist schon eine bauartliche Veränderung und die ABE ist weg. Fahrt in Deutschland nur mit der originalen Software. Ich hier meine Ninebot Segway App habe ich hier immer noch drauf. Installiere ich immer in Deutschland die 1.7.0. Bei Bedarf fliegt sie wieder runter. Apropos Bedarf. Wenn ich in Belgien bin, das dauert nicht mehr lange. Dann habe ich wieder Bedarf. Ja, das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.